Willkommen zurück, ich bin motiviert. Wir gehen heute die Main Story an. Ich habe noch ein bisschen was gemacht. Erstmal können wir hier... Oh, okay. Das war jetzt überraschend viel tatsächlich. war da noch was? Wir gehen heute die Main Mission weiter an. Ich habe Bock drauf. Ich habe noch mal ein bisschen gepflanzt. Bitte regnet es? Nee, leider nicht. Nicht mehr viel übrig hier. Wir werden... Ich habe mir überlegt, weil ich verwahre ja immer so viel. Ich habe mich noch mal hier in den Geschäften gestern umgeschaut. Und wenn das Geld da sein sollte... Gurken können noch mal in die Lagerkiste, den Rest verkaufen wir. Wir haben jetzt 51.000. Ich würde im Sommer einfach gern... Weil ich denke, es wird am wenigsten Aufwand sein, weil man dann nicht mal wieder neu pflanzen muss, neu reinpacken muss. Einfach für das ganze Geld diese wunderbaren Wassermelonen holen. Ob die Ausbeute jetzt groß sein wird oder nicht, lässt sich dann erst zeigen. Ich glaube, wir hatten letztes Mal keine Wassermelonen gepflanzt, oder? Das würde uns, glaube ich, angezeigt werden. Wir können ja mal eben gucken. Ich glaube, ich fand das damals zu teuer oder so. Gras, Morgenmais, Laterne. Also hier ist es zum Beispiel nicht bei. Hier ist es auch... Okay, hier ist es ja auch gar nicht bei. Das könnte sein, weil hier Kronoblauch ist, glaube ich. Inselmelone. Haben wir noch keinmal gemacht. Deswegen würde ich es gern ausprobieren. Klar werden wir auch ein bisschen hiervon noch was holen, damit wir ja die Quest quasi hiermit erledigen können. Aber in der Regel... Ja, sollen es dann die Wassermelonen werden tatsächlich. So oder so, noch haben wir Frühling. Hello, little crappies. Hello, little crappies. Hello, little ja, und hier crappies. Raus können wir eigentlich Säfte machen, weil ich finde, man kriegt hier, ich kann es ja nochmal zeigen, ich finde, man kriegt hier raus echt nicht viel Geld. Gute ist, es ist halt immer, ich weiß auch nicht, ob ich die anderen Bäume tatsächlich abbaue. Die verbrauchen nur Platz und das... Ja, bye bye. Outcome ist nicht so gut. Ach ja, und dann habe ich noch was gesehen, da wollte ich jetzt mal mit dem guten Büschel, bevor wir die Main-Mission weitermachen. Man sieht, ich bin ein bisschen durch im Wind, heute erste Folge. Ich bin aber auch hoch motiviert tatsächlich. Hier war noch irgendwas. Hier kommt man bestimmt auch nochmal irgendwo hin, oder? Oder auch nicht. Vielleicht von der Seite? Ja, okay, nice. Dann graben wir hier mal. Du hast dich bis zum Eingang zu einer versteckten Höhle durchgebuddelt. Perfekt. Oh, nur eine Truhe. Okay, cool. Ich dachte, wir müssen wieder kämpfen. Sonnenstein. Viermal. Nicht, stimmt. Ah, jetzt geht das nicht. Vielleicht nehmen wir noch mal den Magier raus. Und leveln noch ein bisschen den anderen Magier, weil... Hier sind wir, oder? Guck mal eben kurz. Obwohl, nee, hier können wir immer noch AP einsammeln. Alles gut, wir lassen den Magier drin. Ich dachte, wir müssen den nicht mal leveln. Dann hätte ich gedacht, komm, brauchen wir nicht. Aber so, geht's da auch noch weiter? Wait, hier ist auch was. Okay, das sieht ja mal interessant aus. Schicker Geschicklichkeitsring. Mehr nicht. Mehr ist hier nicht. Das war's. Für einen schicken Ring? Von den Schicker. Das bedeutet, ja gut. Man hätte auch viel eher wahrscheinlich schon den wunderbaren Fellknäuel hier aufwerten können. Da möchte ich nochmal gucken, ob man noch besseres Futter holen kann. Dann habe ich auch noch geguckt. Hier ist auch noch was. Ah ne, doch nicht. Ich glaube, das waren aber alle Wasserstellen, soweit ich weiß. Da hinten waren wir ja. Naja. Das nächste Feld aufzuwerten kostet 80.000 Griller. Das ist eine Menge. Das ist wirklich eine Menge. Jetzt haben wir schon 3.30 Uhr. Es sind erst 3 Minuten im Spiel in Echtzeit vergangen. Auf der Karte rumlaufen, das verplempert immer so viel Zeit.
Der Rucksack kostet 50.000. Sollen wir hiervon einfach noch ein bisschen Dresssalat farmen? Ernte 2 Tage. Sternweizensamen. Ist auch nicht verkehrt zu kaufen, weil man kann... ist es gar nicht verkehrt, die einzukaufen. Weil man kann die fast immer wieder anpflanzen. Frühling. Ja, vielleicht hiervon noch ein paar. Aber ob sich das lohnt, nee, ich glaube, es lohnt sich nicht mehr. Es lohnt sich tatsächlich nicht mehr. Okay, komm, machen wir hiervon. Ein Sternweizen. So. Das in 2 Tagen ist das dann erledigt. Was wollte ich jetzt hier? Ach ja, genau. Oh, der süße Bürgermeister. Gluck, gluck. Okay, man kann das Futter nicht mehr holen. Okay, ich hätte schwören können, dass wir hier noch was kaufen können. Gut, dann nutzen wir jetzt den Tag noch und pflanzen eben Sternweizen oder Dresssalat, ist egal, eben an. Und dann geht's aber wirklich ab in die Orbitalwiege. Und wir können dann auch mal eben gucken, was dieser schicke Geschicklichkeitsring so zu bieten hat. Didn't think you were coming back. Ja, wolltest du wieder Unsinn machen, ne? Oh mein Gott. Oh, so viel Platz haben wir gar nicht. Hoppala. Okay. Bam. Ja, das fühlt sich manchmal ein bisschen steif hier an, muss ich sagen. Oh, falsche Richtung. Aber hier können wir auch noch ein bisschen was pflanzen. Dann nutzen wir das hier voll aus. Es soll nicht mehr schön aussehen, es soll nur noch funktionieren. Punkt. Ich dachte, komm, machen wir hier ein bisschen Liebe mit rein, aber nee, hier wird nichts geliebt. Hier wird nur Profit gemacht. Ab jetzt. Schon 5.10 Uhr. Ja, ein bisschen kann man hier noch was pflanzen, aber keine 99 Stück. Ah gut, die brauchen eh nur 2 Tage. Dann geht das eigentlich. Hier ist ja auch noch ein bisschen was, okay. So, machen wir einfach erstmal den Dresssalat. Das sind 2 Tage. Punkt. Fertig, aus. Ja, dreh dich. Take that. Take that. Hiya. Take this. Hiya. Take this. Got some crops begging to be harvested. Vor allem, dass er einfach 80.000 kostet. Der nächste Platz, das ist so viel. Also die Ausbeute ist ja jetzt nie so groß dabei. Okay, machen wir noch hier. Und das Schlimme ist, es ist ja jetzt auch nicht verschwendet, weil im Sommer können wir es immer noch benutzen. Falls es hier zeitlich nicht mehr so ganz hinhauen sollte. Okay, ich gieße das mal eben, weil ich weiß nicht mehr, ob wir das alles zeitlich schaffen hier. Haben wir auch. Dann gieße ich noch eben die mehr Tomaten. Oh. Okay, hier haben wir auch noch mal ein bisschen was. Oh.
Da hinten sind auch noch Plätze. Okay, das ist nice. Jetzt sind hier leider nur zwei Plätze, aber das ist egal. Die können wir, glaube ich, im Sommer alle ernten, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Okay, auch hier wird eben gegossen. Sleeping is my number one specialist. Ach, da kann man gar nichts pflanzen, okay. Der blöde Baum ist da im Weg. So, das haben wir auch schon mal. Ja, jetzt ist so langsam, aber wurden ja fast 99 Stück. Ja, es geht so. Das ist okay. Wenn es gleich nicht regnet, müssen wir nochmal gießen. Und nach dem Gießen geht es dann los in den neuen Tag. Mit der Main Geschichte. Obwohl, ja, 780 für die Nemea-Tomaten ist schon geil. Gurkola ist auch, oh. Einer 250? Eigentlich müsste ich mir das notieren für den nächsten Sommer. Ja, die verheißene Frucht gibt echt nicht viel. Okay, die Gurkola war aber auch golden. Aber für drei goldene Nemea-Tomaten gibt es 285. Herzpfirsich ist relativ gut. Verheißende Frucht? Wahrscheinlich, weil sie an jedem Tag in jedem, ihr wisst, was ich meine. Warum ist der Teppich hier? War der schon immer schief hier? Zu jeder Jahreszeit, die diese Äpfel da erntbar sind. Aber dass dieser Teppich da schief ist, das regt mich auf. Oh, da haben wir doch, oh, da müssen wir jetzt nochmal ernten, okay. Und nochmal pflanzen. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da haben wir jetzt nochmal was. Nehmen wir alles mit. Ja, und was ich offscreen gemacht habe, war im Endeffekt... Die reden alle dazwischen. Was ich offscreen gemacht habe, war genau das hier auch die ganze Zeit. Also, ihr habt nichts verpasst. Ihr seht ja jetzt quasi jetzt nochmal im Schnelldurchlauf, was ich gemacht und getan habe. Da haben wir nochmal ordentlich Kohle hier, das ist sehr gut. Okay, dann haben wir hier nochmal ein paar Dresssamen. Dresssalatsamen. Können wir schon den nächsten hier rein und den guten Sternweizen Samen pflanzen. Oh, hoppala. Ja, da haben wir jetzt nochmal ordentlich Platz geschaffen, dank den Zwiebeln. Dank den Zwiebeln. Heiligt und preiset die Zwiebeln. Ja, und aus dem Grund würde ich, glaube ich, tatsächlich die Melonen pflanzen. Einfach, weil die, glaube ich, 9, 10 oder irgendwie, die brauchen auch auf jeden Fall sehr lange, bis sie gedeihen. Dann muss man nicht das hier immer wieder machen, weil das kostet im Moment am meisten Zeit. Einmal kurz drüber gießen, das geht ja, aber das hier, das kostet immer so viel Zeit, finde ich.
Oh, und ich habe vergessen, wieder meine Tiere zu begutachten. Mist. Ja, sieht doch gut aus. Ja, die Fläche ist schon groß geworden mittlerweile hier. Also wir haben jetzt zweimal fast 99 Stück weg und wären die blöden Bäume oder sowas nicht da, könnten wir tatsächlich noch mehr anpflanzen. Komm, machen wir hier auch noch eben. So. Drink up, bubbles. Farm work is pretty good wing exercise. Wir haben jetzt schon wieder 10.10 Uhr. Ich will in der Main Story weiterkommen. Ach ja. Hey, hier wäre auch noch eine Fläche. Komm, dann nehmen wir die jetzt auch noch mit. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir es auch richtig. Ja, der Zaun verbraucht eigentlich auch Fläche. Aber es sieht halt ein bisschen idyllischer aus mit Zaun, auch wenn es nur so ein bisschen ist. Es hat ja was, irgendwie. Dann haben wir ja doch noch alle Samen unterbekommen. Nein, einer fehlt uns. Ah, das ist der Glückssamen, den behalten wir jetzt. Punkt. Okay. Ah, da müssen wir auch noch gießen. Dann haben wir es aber. Es lohnt sich jetzt schon wieder nicht, in die Orbitalwiege zu gehen. Weil das war sehr kompliziert und... Oh, ja, ich weiß ja nicht. Ich vergesse sonst. Wenn ich einmal raus bin, bin ich raus. Und ich weiß, dass wir uns extra einen Weg noch freigelassen haben. Oh, die haben fast kein Futter mehr. Warum lagen da jetzt eigentlich nur 3 Eier drin? Ich habe die gestern nicht abgeholt. Es können sich ruhig mal ein paar mehr Eier da anstauen. Mäh, ihr Schafe. Okay, wir brauchen auch neues Futter. Das heilige Holz holen wir uns noch eben, weil das ist auch sehr, sehr nützlich. Also ich bin echt ein Fan mittlerweile von den Pflanzen, die wiederkehrend sind oder lange brauchen. Weil in 2-3 Tagen sind die Samen wieder weg und wir müssen wieder neu einpflanzen. Und 10 Tage haben wir noch. Also da geht noch was. Ich möchte im Sommer richtig viel, in den Sommer mit viel Knete starten. Ich denke mal, das Outcome wird jetzt auch von den Ziome nicht hoch sein von den Sternweizen und Dressalat, aber es ist immer ein kleines Plus. Hey, Zwiebeln kann man verkaufen, auf jeden Fall die Tomaten verkaufen wir auch.
Ei und Milch behalte ich erstmal, vor allen Dingen die Milch. Dann können wir auch unseren eigenen Käse bald endlich machen. Das finde ich schon. Bringt beim Liefern Geld ein, okay. Wie viel? Werden wir sehen, wenn das Licht angeht. Perfekt. Ja, irgendwann, wenn die Fläche vergrößert wird, dann können wir hier noch mehr... Sag schnell. Geräte bauen und dann noch mehr pflanzen, aber viel? Das ist jetzt hier noch, ich glaube noch 1, 2, maximal 3 Mal kann man es kaufen. Ich denke, dann ist Ende. Aber man kann ja dann noch Samen so für die, für das Wasserbiom und Höhlenbiom nutzen. Komm, wir machen eben noch die Dianthus-Nebenquest einfach. Dann haben wir das auch. Aber wir sind jetzt schon wieder bei 21 Minuten. Die Zeit ist ja jetzt richtig verflogen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Müssen wir wohl in der nächsten Folge die Main-Mission weitermachen. Ach ja. Vielleicht werde ich dann offscreen nochmal den Dress, Salat und sowas fertig machen. Dann werden wir so den 22. oder 23. Frühlingshauch haben und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht pflanzen wir dann echt was an, was nochmal 3-4 Tage dauert. Dann, naja, jetzt erstmal hiermit weiter. Atmos, ich habe schon auf dich gewartet. Ich würde gerne sofort mit der nächsten Einsendung fortfahren, aber ich möchte dir zuerst von den Resultaten der letzten erzählen. Seiner Antwort nach zu urteilen, hat er beschlossen, seinen Traum von einem eigenen Geschäft zu verwirklichen. Nicht nur das, er hat sogar eine Lehre in einem anderen Betrieb begonnen. Das ging schnell. Ja, ich war auch überrascht. Unglaublich, dass ihr Abel euch so sehr von euren Träumen lenken lasst. Ich werde das Modell zum Psychologiemechanismus in unseren Datenbanken aktualisieren müssen. Schritt für Schritt erarbeite ich mir gesicherte Erkenntnisse über das Herz. Und eines Tages werde ich das Geheimnis vollends entschlüsseln. Dazu muss ich nur meine Arbeit fortführen. Ist es wirklich so einfach? Ich weiß, deine Hilfe zu schätzen. Wollen wir uns den nächsten Brief zuwenden? Na komm, hau raus. Dieses Mal geht es um... Du bist doch sonst nicht sprachlos. Oh, entschuldige, lass es mich laut vorlesen. Dieses Anliegen kommt von einer Abel, die eine Krankheit hat, für die es keine Heilung gibt. Oh nein... Meine Prognose hat sich nicht verbessert und mein Zustand verschlechtert sich zusehends. Und ich weiß nicht, wie ich die kurze Zeit, die mir noch bleibt, verbringen soll. Mehr steht hier nicht. Eine unheilbare Krankheit. Ich habe bereits eine Idee, wie ich auf diesen Brief antworten könnte. Soll ich es dir sagen? Ich würde es gerne hören. Ich werde ihr sagen, dass ich eine Heilung für ihre Krankheit finde. Ei! Sie gilt als unheilbar, aber es gibt zahlreiche Aufzeichnungen medizinischer Verfahren. Es muss eine Heilung geben. Ich möchte sie persönlich treffen und heilen. Ich hoffe, du kannst sie heilen. Ist es? Ist sie jetzt besser? Ist Dianthus jetzt besser als die Ärztin? Ich weiß, dass unsere oberste Direktive uns verbietet, mit neuartigen Methoden ins Leben der Abel einzugreifen. Aber ein Teil von mir möchte ihr wirklich gerne helfen. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Das klingt schon irgendwie böse. Ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee, weil mein Hals trocken ist. Ich bin genauso überrascht. Ich kann es nicht ignorieren. Hat diese Abel wirklich das Leben aufgegeben und sich mit dem Tod abgefunden? Das kann ich nicht glauben. Auf meinen Reisen mit dir sah ich zahllose Male, wie deine Art allen Widrigkeiten getrotzt hat. Deshalb bin ich der Meinung, dass diese Abel noch nicht aufgeben sollten. Dass diese Abel noch nicht aufgeben sollte. Es ist noch nicht zu spät. Atmos, würde es dir etwas ausmachen, mich zu begleiten? Naja, wenn du es so ausdrückst. Mein Dank ist dir gewiss.
Zuerst muss ich mit der Absenderin dieses Briefs Kontakt aufnehmen. Ich weiß nicht, ob sie mir glauben wird, aber ich will es trotzdem versuchen. Sag Bescheid, wenn du mich brauchst. Danke, vielleicht werde ich das. Wenn ich keinen Kontakt zu der Person herstellen kann, es könnte einige Zeit in Anspruch nehmen, Kontakt aufzunehmen. Vielleicht dauert es eine Weile, bis ich dich wieder kontaktieren kann. Bis dann, Atmos. Ich melde mich bald bei dir. Okay. Mondbeschwörer-Bindungsstein. Oh. Oh. Das wird doch hier. Ja, den hätte ich halt als nächsten gemacht. Was hat der denn für eine geile Attacke? Als nächstes. Trümmerhaufen. Erzeugt ein Feld mit Zerstörungs- und Weisheitsschaden. Zusatzeffekt: Gegner darin sind langsamer. Oh, okay. Ja, also er ist ja auch schon echt geil. Muss ich sagen. Auch wieder sehr langsam, aber besonders der Flächenschaden ist nicht zu... übertrumpfen. Zu den anderen Attacken, würde ich sagen. Oh, didn't think you were coming back. So, okay, da haben wir noch mal ein paar Trauben. Großer Philosophenkern für die Herstellung, ja. So. Ja, ich habe auch noch ein paar Fische gefangen, fällt mir gerade ein, die könnten wir auch alle verkaufen. Oder habe ich die schon verkauft? Nee. Hier müssen wir eh mal gucken. Warte mal, dann können wir noch... Komm, verkaufen, verkaufen. Bringt eh beim Liefern Geld. Verkaufen. Bringt beim Liefern Geld. Oh, bringt beim Liefern Geld. Ja, hier weiß ich echt nicht, was ich mit dem machen soll. Vor allem, weil ich will mein eigenes Aquarium irgendwann noch haben. Ja, ich denke, das war's soweit. Mit den Zwirbeln, das könnte nochmal eine geile Ausbeute hier werden. 44.000 haben wir jetzt. Ich guck mal, damit wir die Zeit nicht ganz verschwenden, ob wir noch hier irgendwas kochen oder craften können. Der Käse fehlt uns wieder. Eine Tasse Tee. Zucker fehlt uns hier. Schon wieder der Zucker. Vier Jahreszeiten. Was für? Oh, das können wir jetzt auch einmal machen. Fond mit Meeresfrüchten. Ja, machen wir das oder das? Innenreis können wir im Sommer ganz viel anbauen. Eigentlich haben wir soweit. Hier könnte ich mir vorstellen, dass wir das noch irgendwo abgeben könnten. Die warme Teemischung. Der verbotene Apfelkuchen. Ja, fehlt uns auch Zucker. Und der Sirup. Oh mein Gott. Komm, machen wir das. Ein Nudelgericht mit Edenreis. Meerestiere wie Memoriam verleihen der einfachen Salzbrühe Tiefe und Geschmack. 3950 LP. Und Eisschaden erhöht. Gar nicht mal verkehrt für die Magierklasse. Oh, wir müssen mal wieder ein paar leere Batterien machen. Marmeladenkocher. Brauchen wir, glaube ich, eh für die Quest. Können wir herstellen, komm. Der gute alte Marmeladenkocher.
Obst oder Gemüse hinein, um Marmelade herzustellen. Oh. Dessertzubereiter. Was fehlt uns denn da? Wo kriegen wir nochmal das ganze Erz her eigentlich? Was ist denn die Philosophenkugel? Was kann die denn? Das ist wahrscheinlich Heiligschaden oder so, ne? Boah, die sind aber auch sehr selten, die Sachen irgendwie gefühlt. Könnte man vielleicht in Schatulle abgeben, eventuell? Da bin ich mal gespannt, wie viel Kohle wir jetzt hier machen. Jetzt wirbeln am die Sonnensteine! What? Okay, krass. Das sind im Sommer sehr viele Wassermelonen. Oh ja. Tag 21. Okay. Da ist ja schon wieder alles gewachsen hier. Warum kann es nicht regnen? So, jetzt einmal gießen. Oh, der ist schon fertig hier. Okay. Hello, little crappies. Looks like some of the crops are ready for harvest. Hello, little crappies. Hello, little crappies. Ach, hier war noch der Ahnenkohl. Hello, little jetzt sieht meine Nase wieder. Hello, let's give it our all today. Hello, little crappies. Ja, daraus können wir Säfte und Marmelade machen, würde ich sagen. Dann packen wir die verheißene Frucht. Habe ich die eigentlich? Ich glaube, ich hatte die auch schon einmal. Oder hatte ich die schon in den Mixer gepackt? Für die Säfte? Ich glaube, da kam auch nur Orangensaft raus, oder? Wir können es ja mal ausprobieren. Scheiß drauf. Wo ist sie? Da haben wir noch ein paar. Wie viel braucht man nochmal? Na komm. Gärungsfass. Hier haben wir jetzt auch Platz. Dann packen wir da. Hi. Hi. Packen wir da eben Lagerkiste hier. Nee. Dessertzubereiter Level 2. Käsepresse und Mayo-Mixer. Das ist schon mal gut. Die können wir auch nehmen. Ist die Getreidemühle viel größer wieder? Wo haben wir sie? Okay, da ist kein Unterschied. Dann können wir die Getreidemühle auch. Oder? Ist da unten? Ah, okay, die ist ein Ticken größer. Ah? Okay, okay. Ich verstehe. Dann stellen wir die noch nicht dahin. Erst wenn wir Getreide machen müssen.
Aber hier die Dessertzubereitung, dann packen wir dann auch direkt mal diese Äpfel mit da rein einfach. Wie keine Materialien, hä? Okay, ich hätte gedacht damit, dass es damit geht. Okay. Was soll denn dann da rein? Kann man das mal jemand sagen? Eier? Milch? Vielleicht Pfirsich? Okay, die kann rein. 9 Stück. Sollen wir das mal machen? Ja. Die können wir ja eh die ganze Zeit... Oh, stimmt. Die können wir noch eben ernten. Okay, die Nemea-Tomaten hätte ich auch verkaufen können. Das lassen wir noch hier. Ja, wir haben jetzt den 21. Ich glaube, danach müssen wir jetzt erstmal nichts mehr anpflanzen. Gießen muss ich aber noch. Drink up, Muffins. Drink up, Muffins. Drink up, Muffins. Ich glaube, diese Wassermelonen, was hat die gekostet? 2.000, 3.000 oder so? Es wird auf jeden Fall teuer, aber dann können wir mindestens schon so 30 Stück holen oder so. Das ist schon nice. Okay. Höhlenbiom einmal und dann Uferbiom. Perfekt. Nice. Hello, little Krepis. Nice. Perfekt. Hello, little Krepis. Und nochmal Nektarrohr ist gar nicht verkehrt. Das brauchen wir auf jeden Fall, auch noch für die Zubereitung. Wird zu Zucker verarbeitet, sehr, sehr gut. Da werden wir mal gucken, ob wir das direkt verarbeiten können. Ja, ich glaube, heute wird das doch nichts mehr mit der Orbitalwiege. Ja, so viel Arbeit. Wann soll ich denn dann die Welt retten hier, Kerr? Ist doch gar nicht möglich. Auch vielleicht in der Dessertmaschine, wo jetzt die Kokosnuss drin ist. Da können Currykraut rein, okay. Muss ich da nochmal was extra bauen? Da muss ich jetzt nochmal gucken, eben, wie wir Zucker herstellen können. Gib Obst oder Gemüse hinein. Und Zucker ist ja keine Marmelade, aber rein theoretisch würde ich entweder hier einen Marmeladenkocher oder Dessertzubereiter. Gewürzmörser war nicht. Da muss es ja die... Wie wird denn daraus Zucker hergestellt? Das kann ja nur der Marmeladenkocher dann sein, oder? Oder halt der Dessertzubereiter. Ein von den beiden, aber gut, packen wir den Marmeladenkocher hier auch noch hin. Soll der Geiz. Nee, die will ich gleich verkaufen. Okay, dann kann es ja nur noch das sein, oder? Grundzutat für Zucker. Okay.
Interessant. Naja, gut. Ich würde sagen, ich beende jetzt diese wunderbare Folge. Ich werde noch einen Tag wahrscheinlich dann das andere ernten. Ich guck mal, wo ich dann das Nektarrohr reinpacken kann, ob ich es dann da reinpacken kann. Ich sag es euch dann in der nächsten Folge. Und dann gehen wir wirklich die Orbitalwiege an. So, mein Wort drauf. Tschüss.